Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Yu-Gi-Oh!-Fans da draußen. Ich bin's wieder, Lukas, und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und zwar darf ich euch heute zu einem ganz besonderen Video begrüßen, und zwar zu einer Turnskip-Kombo mit den guten Satella Knights. Und da darf ich auf jeden Fall den Satella Knight-Spieler meines Vertrauens begrüßen, und zwar den Robin. Ein herzliches Willkommen. Hallo. Und zwar hat der gute Robin sich ein bisschen mit dem Deckthema auseinandergesetzt und ja, der Turnskip ist wieder möglich. Also Konami hat auf jeden Fall einen Fehler gemacht, eine gewisse Karte von Abandus zurückzubringen. Da kommen wir aber später mal zu. Ja, Robin, ich würde sagen, wir machen es so, wir springen gleich erstmal in die Combo rein. Also für alle, die es nicht wissen, das ist eine Two-Card-Combo, wie wir hier einen Turnskip machen können. Wir erwähnen nachher nochmal im Deck-Profile nachher am Schluss, welche Karten das genau sind. Zeigen euch mal, wie der Turnskip funktioniert und was das Deck so auch mit einer One-Card-Kombo hinlegen kann. Und ich würde sagen, wir hüpfen gleich einfach mal in die Turnskip-Kombo rein und da sehen wir uns gleich. Ja, liebe Leute, und da sind wir auch schon in der Turnskip-Kombo. Und zwar geht die wie folgt. Wir haben jetzt einen Daynab und eine Libra auf der Hand. Und Robin, du kannst ja mal ein bisschen die Kombo so erklären, wie sie funktioniert. Ja, grundsätzlich funktioniert die Kombo erstmal mit hauptsächlich der Lira. Dazu eigentlich so gut wie jede Normal Summon des Decks, außer der Vega. In erster Linie suchen wir uns hier mit dem X-Tease-Monster, mit dem neuen, den Constellar. Der sucht uns die permanente Zauberkarte. Vorher haben wir uns noch die Quickplay suchen müssen, das ist sehr wichtig, damit wir unsere X-Tease-Monster zurücklegen können. Hier specialen wir dann den Unukalhai, der legt uns die Altair in den Friedhof, die sich später specialen kann. Mit der Permanenten specialen wir den Altair von der Hand, der holt uns den Deneb wieder oder irgendjemand anderen. Zeitgleich können wir dann die Altair vom Friedhof specialen. Hier benutzen wir dann alle 5 Monster, um wieder auf das neue X-Tease-Monster zu gehen. Können hier 2 Karten recyceln für den nächsten Turn. Gehen dann auf den M7, den wir einfach drauflegen können. Benutzen dann die Permanente, um den Ptolemäus draufzulegen, der das Ganze hier erst ermöglicht, indem wir jetzt 7 Materialien abhängen und er sagt, überspringe einfach den nächsten Zug deines Gegners. Ja, das ist auf jeden Fall wild, weil hier jetzt nochmal angezeigt wurde, der Gegner ist dran, aber wir fangen gleich wieder weiter an. Und hier an der Stelle machst du es quasi nochmal, ne? Genau, im Prinzip ist es jetzt einfach genau die gleiche Kombo nochmal. Wir fangen hier an mit der Himmelsbrücke, mit der Quickplay-Spell, legen den Ptolemäus zurück, weil wir ihn ja gleich wieder brauchen. Ja, beschwören prinzipiell einfach wieder nur 5 Monster, machen das gleiche. An der Stelle hier müssten wir erstmal angreifen, da habe ich leider einen kleinen Fehler gemacht. Indem ich jetzt gleich erstmal auf das X-Tease-Monster gehe. Ist aber nicht so wild, da wir das Ganze theoretisch nochmal machen können im nächsten Zug. Jetzt können wir hier an der Stelle nochmal recyceln. Ist wichtig, dass wir die beiden X-Tease-Monster zurücklegen für den nächsten Zug. Mhm. Dann können wir angreifen, wieder den M7 drauflegen und wieder mit der Permanenten den Ptolemäus. Haben wir ihn wieder mit 7 Materialien und können wieder Turnskippen. Und das Ganze können wir theoretisch so lange machen, wie wir die Lira alive haben. Und dann wieder und dann wieder und dann wieder, ne? Also und dann auf jeden wieder Fall und dann wieder. Sehr, sehr nice Combo auf jeden Fall. Erstmal recht herzlichen Dank an dich dafür, dass du uns da auf die Idee gebracht hast. Wollten wir auf jeden Fall mal an euch diese Combo quasi präsentieren. Läuft auf jeden Fall sehr, sehr flüssig. Es gibt diverse Kombinationen von den beiden. Wir blenden hier jetzt nochmal eine One-Card-Kombo ein. Auf die wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Die ist ja schon bekannt. Was legt das Deckthema denn One-Card hin, Robin? One-Card endest du auf einer Appaloosa mit 4 Negates. Dazu ein Plejaden. Das ist der Rang 5er, der eine Karte als Quick-Effekt bouncen kann. Und dann enden wir noch auf einem Constellar Diamond, der für diejenigen, die die Karte nicht kennen, der verhindert, dass du Karten von einem Deck auf den Friedhof legen kannst. Außerdem werden alle Karten verbannt, die du vom Friedhof zurück auf die Hand addest. Und er kann Dark-Effekte negieren und das nicht once per turn. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Du hattest mir schon im Voraus gesagt, gegen Despia ist der quasi Auto-Win, weil wenn wir den können wir ja auf Branded Fusion-Effekt bauen und dann resolve die Branded Fusion gar nicht, ne? Grundsätzlich nicht, zumindest nicht vom Deck. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wir sehen hier, wie gesagt, wie die Combo einmal durchgespielt wird. Man hat hier halt wirklich sehr viele Möglichkeiten, hat ja auch Schüsse und sowas. Eigentlich alles, was so ein Deck braucht, Negates, Schüsse und so weiter und so fort. Der Turnskip natürlich noch mal deutlich stärker, weil wir hier quasi einen Auto-Win-Button haben. Das wollten wir euch auf jeden Fall einmal an der Stelle zeigen. Und gleich hüpfen wir auch noch mal im Deck-Profile rein, weil du hast dein Deck-Profile auf jeden Fall mitgenommen, ne? Korrekt. Was man auch noch erwähnen sollte, das Ganze ist natürlich sehr anfällig gegen Handtraps. Also eine Handtrap kann hier auf jeden Fall den Zug beenden oder zumindest die Combo versauen und ein deutlich schwächeres Board am Ende dalassen. Ja, auf jeden Fall ist es ja auch so,
dass man dazu sagen muss, dass jede One-Cut-Kombo so ein bisschen an Handtraps stirbt, ne? Ja, natürlich. Ja, liebe Leute, dann hüpfen wir mal kurz ins Deck-Profile rein. Und zwar haben wir hier Robin seine Deckliste. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus. Wollen wir die einmal durchgehen? Ich habe hier den... Oh, den will ich gar nicht aussprechen. Du schießt einfach los. Ich sepp hier mal ein bisschen rum. Genau, die ersten können wir einfach mal im Schnelldurchlauf machen. Das sind relativ alte Monster. Das ist der Uno Kalhai. Er legt dir eine Teller Knight-Karte vom Deck auf den Friedhof. Dann haben wir Altair. Er beschwört dir ein Teller Knight-Monster vom Deck. Quatsch, vom Friedhof. Dann einmal eine neue, die Altea. Die beschwört sich vom Friedhof, wenn ein anderes Teller Knight-Monster speziell beschworen wird. Und wichtig. Wenn sie speziell beschworen wird, können wir Karten schießen bis zu der Anzahl an Xyz-Monstern, die wir kontrollieren. Dark und Light Xyz-Monster, nicht? Und sehr, sehr nice. Das geht auch im Gegner-Turn. Sehr geil. Dann einmal der, ich meine, er heißt Hermesstab auf Deutsch. Ja, er ist Combo-Piece für die One-Card-Combo. Wir suchen ihn, specialen ihn, suchen uns die Spell, um die Stufen zu manipulieren. Ach so, deswegen nur One-Off, ne? Genau, deswegen die One-Off. Dann der Deneb, auch eine alte Karte. Er ist der Stratos des Decks. Er sucht auf Normal Summon, aber auf Summon ein Monster. Gott sei Dank noch die Amis rangeholt. Ja. Dann zweimal den Vega. Er ist auch recht simpel. Er specialt hier einfach einen von der Hand auf Summon. Dann die wahrscheinlich wichtigste Karte des Decks mit dem neuen Xyz-Monster, würde ich behaupten, Lyra. Wenn du ein Teller Knight Monster normalst, kannst du sie von der Hand hinterher speziell beschwören. Cool bei ihr ist, sie chainblockt. Das heißt, dein Foolish oder dein Stratos geht immer durch. Grundsätzlich. Und auf Summon sucht sie dir zusätzlich noch eine Spell, was auch sehr gut ist. Dann einmal die One-Card-Combo, der Constella Sheratan. Er sucht ja auf Normal Summon den anderen, die One-Off, den Constella. Was dann die ganze Combo erst ermöglicht. Ja. Dann Erstblossom erklärt sich von selber, würde ich sagen. Renault ist wichtig für die Isolde-Plays. Dann eine Tactics für die neuen Tactics als Ziel. Rota erklärt sich, denke ich, von selbst. Sucht alles aus dem Deck, genau. Sucht quasi fast jedes Monster. Ja, dann zweimal Thrust. Ist, denke ich, auch selbsterklärend. Dann die Constellar-Spell, um die Stufen zu manipulieren. Dann habe ich mich dazu entschieden, Boardbreaker zu spielen. In dem Fall hier Dark Ruler und Evenly. Das ist auch eine sehr große Schwäche des Decks, muss man leider sagen. Going Second hast du oftmals einfach nur deine Norme Summon. Wenn die dann irgendwie genommen wird, negiert, gebuckt, was auch immer, hast du halt schon so gut wie verloren. Dann von den Teller Knights noch dreimal die Quick Play Spell. Sehr wichtig, kann der Imperm dodgen. Ermöglicht auch Kombos. Dann haben wir einmal die neue permanente Spell. Ist auch sehr interessant gerade auf jeden Fall. Auf Aktivierung lässt sie dich ein Teller Knight oder Constella Monster von deiner Hand oder deinem Friedhof beschwören. Und der interessante Effekt an der Karte ist, du kannst ein extra Deck. Nee, Quatsch, ein Xyz-Monster wählen, das du kontrollierst, ein Teller Knight oder Constella. Und dann ein Teller Knight oder Constella Xyz-Monster von deinem Extra-Deck drauflegen, was einen anderen Rang hat. Ermöglicht auch interessante Kombos. Unter anderem den Turn Skip zum Beispiel. Nice. Dann einmal das Extra-Deck. Achso, Quatsch, natürlich noch das Living Fossil für Isolde. Holt den Stufe 4er vom Friedhof wieder. Extended. Ja, Zeus, wir spielen Xyz-Deck, das denke ich selbsterklärend. M7 für die Combo, um ihn draufzulegen. Diamond ist natürlich eins unserer Bossmonster, was wir am Ende auf dem Feld haben wollen. Genauso wie Plejaden. Dann haben wir einmal Batlamius. Er ist prinzipiell auch ganz cool. Er macht alle Monster auf dem Feld zu Dark, was ihn relativ stark machen kann, zusammen mit dem Diamond. Ach so, ja, weil du dann quasi jedes Monster on Field negaten kannst, ne? Was genau, halt genau. Weil es ja Finsternis ist, genau, nice. Außerdem hat er noch einen anderen Effekt, dass du auch einfach ein Xyz-Monster auf ihn drauflegen kannst für ein Material und eine Handkarte. Dann Delteros, auch wichtig. Ach so, beim Quickie, ne? Quickie, ne? Genau, wenn du 7 oder mehr Namen im Friedhof hast, kannst du es auch im gegnerischen Zug machen, ja. Nice, ja. Dann Delteros auch prinzipiell in erster Linie, er kann zwar schießen, aber
Vor allem ist er halt auch ein Combo-Piece, weil er jedes Mal, wenn er das Spielfeld oder wenn er vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, specialt er dir einen Teller halt aus dem Deck. Und das ist nicht once per turn. Daher kann man den sehr schön abusen dafür. Dann wahrscheinlich das wichtigste Extra-Deck-Monster. Der neue, wie auch immer man ihn ausspricht, Kadusois. Auf Summon recycelt er dir bis zu zwei Constellar und oder Teller Knight-Karten. Zwei Karten sogar. Zwei sogar. Was ihn auch sehr stark macht. Das ist mächtig, ja. Außerdem kann er einen Effekt kopieren, was auch sehr stark macht. Was ihn auch sehr stark macht, um eben weiter zu extenden, jedes fehlende Combo-Piece zu suchen, was auch immer. Er ist sehr flexibel. Genau, dann der Trevor, den dürften vielleicht die alteingesessenen Teller Knight-Spieler auch noch kennen. Ja, wenn er das Spielfeld betritt, bounced er das komplette Feld. Und für ein Xyz-Material kann man dem Gegner sogar noch eine Handkarte klauen. Ist Boah. Gut natürlich, um das Feld einfach mal zu clearen. Und ja, danach so. Gegebenenfalls zu Otikan. Achso, er bounced alle Karten auch von dir, ne? Alle, auch von mir. Das ist unter anderem ganz cool, weil er dir dann zum Beispiel deine permanente Zauberkarte wieder hochbounced. Ja. Dann kannst du nochmal Spezial beschwören, extenden. Das macht ihn auf jeden Fall nicht schlecht. Den müssen wir auch zweimal spielen, weil wir ihn einmal mit unserem guten Ptolemäus, zu dem kommen wir gleich, müssen wir ihn einmal aus dem Extra-Deck leider opfern, um ihn an ihn dran zu hängen. Ah, okay. Dann Braguska, Plan B, falls genannte Handtrap kommt. Gagaga Magier, auch ein Combo-Piece in dem Fall hier. Er beschwert uns wieder einmal den Deltoros vom Friedhof, der wie gesagt nicht once per turn ist, um ihn einfach weiter zu abusen. Also loopen. Quasi, genau. Als letztes Xyz-Monster, wahrscheinlich auch eines der wichtigsten, ist der Ptolemäus. Er ermöglicht zum einen den Turnskip-Loop oder generell den Turnskip und zum anderen hat er auch noch einen anderen starken Effekt und zwar können wir drei Materialien von ihm abhängen und dann ein Xyz-Monster, was einen Rang höher ist als er selber, vom Extra-Deck auf ihn drauflegen. Und das ist ein Quick-Effekt. Ja, auf jeden Fall auch die zweitschönste Ulti, wenn ich das mal so anmerken darf, die ich hier gesehen habe. Ja, sind sehr schöne Karten. Sehr, sehr nice, ja. Und zuletzt dann ein Apollosa ist, denke ich, auch selbsterklärend. Genauso wie die Isolde. Ja, klar. Side-Deck. Isolde, Kriegerdeck, rastet aus. Offensichtlich. Side-Deck brauchen wir, glaube ich, nicht groß drauf eingehen. Da hat jeder seine eigenen Präferenzen. Ja. Empfehlenswert ist vielleicht die Karte, wo du jetzt gerade drauf bist, die Genesis. Das ist eine Quick-Play-Spell, die dich Karten schießen lässt, also Spell-Traps schießen lässt, bis zu der Anzahl an Teller-Karten, die du kontrollierst. Karten? Das zählt die Spell auch? Die ja, Spell die zählt auch, die permanente. Oh, also da haben wir auf jeden Fall einen Auto-Win-Button gegen jedes Backrow-Deck gefühlt, ne? Gefühlt ja. Ja, und der Rest quasi hier unspektakulär. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr starken Deck. Der Support kommt im nächsten Hopset raus. Ich glaube, es ist Cyberstorm Axis, ne? Genau. Wird auf jeden Fall sehr, sehr wild. Was kostet das Deck so jetzt, wenn man sich so den Support schon ranholt? Ich glaube, man ist so bei 100 Euro, 110 Euro, ne? Ich denke, so in dem Bereich bewegt man sich aktuell. Ja. Mit Ausnahme natürlich von den externen Karten, die man spielt. Hier Evenly ist ja relativ günstig geworden. Tasking ist teuer, ja. Aber ist ja nicht das Nonplusultra, was man hier spielen muss. Muss man natürlich aber nicht spielen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr nice Deckprofil. Wie gesagt, ihr habt hier die Möglichkeit, in dem Deck einen Turnskip zu machen, was schon mal amazing ist. Das heißt, wenn der Gegner keine Handtrap macht, hat er automatisch verloren, weil ihr macht den Turnskip, dann greift ihr an, dann macht ihr wieder den Turnskip, dann greift ihr wieder an. Was soll der Gegner machen, außer Zeit zu sparen und zu schieben? Also das ist auf jeden Fall das erste Deck, was ich mal gesehen habe, was so vom Combo im Piece, so was du dir alles merken musst und sowas, auf jeden Fall auf einem richtig starken Level ist. Das muss man auf jeden Fall echt drauf haben. Ich habe es auch schon gesehen, ich habe es selber auch schon ausprobiert zu testen und zu spielen. Ich bin da nicht so gut drin, ich muss mir nochmal die ganzen Namen und sowas einprägen. Hat mir auf jeden Fall trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch schon gegen das Deck gespielt, gegen dich, ja, Robin. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr strong. Wie gesagt, wenn wir jetzt das Power-Level einordnen würden von dem Deck her, was würdest du sagen, was wäre das so von der Skala von 1 bis 10? Ja, von 1 bis 10 würde ich sagen, boah, so eine 6 oder 7. Going First ist halt sehr stark.
Oder kann sehr stark sein, wenn eben nicht die Handtrap kommt, die dich komplett auseinander nimmt. Going Second ist eben die große Schwäche. Wenn du da keine Boardbreaker-Karten hast, keine externen Karten, dann kann es eben gut sein, dass du verloren hast, schon mit deiner Starthand. Also, liebe Leute, was wir dazu sagen wollen, ist auf jeden Fall, wenn ihr unbedingt ein spezielles Deck haben wolltet oder damals Teller Knights gespielt habt, wie der gute Robin, dann ist das auf jeden Fall das Deck für euch. Kann natürlich mega gut performen, je nachdem, ob das Meta, was gerade so rumläuft, natürlich Finsternis ist, haben wir hier auf jeden Fall nochmal ein Main-Monster, was hier, also ein Extra-Deck-Monster, was hier ordentlich abräumen kann. Das Going First-Potenzial von dem Deck ist halt richtig amazing. Wie gesagt, diverse Two-Card-Kombos hier mit der neuen Karte Lyra ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und wir haben hier, wie gesagt, eine eingebaute One-Card-Kombo, was auch nicht jedes Deck hat. Sehr, sehr schön. Consistency ist auf jeden Fall da. Quick-Spell, Special gefühlt jeden aus dem Deck. Die triggern ja auch und summon die Effekte alle, ne? Die triggern ja nicht nur auf Normal. Genau. So, deswegen hat man da auch alles alive. Kann hier natürlich Boardbrecher spielen. Kommt natürlich aus Format an. Wenn das ganze Format oder die ganze Meta oder alle Decks drumherum, die in der Meta vorhanden sind, Boardbrecher spielen, dann haben wir mit dem Deck natürlich, wenn wir den Würfelwurf gewinnen, automatisch das erste Spiel gewonnen. Weil wenn keine Handtrap kommt, werden wir den Turnskip gehen und der Gegner kann keinen Dark Ruler schmeißen, weil er gar nicht dran ist. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Geschichte. Ja, Robin, ich möchte mich auf jeden Fall für diese Deck-Idee bedanken. War mir eine Freude, dass du auf jeden Fall dabei warst. Sehr, sehr schönes Deck, was du da mitgebracht hast. Hast mich auf jeden Fall abgeholt. Ich werde das auf jeden Fall auch mal testen. Das war's soweit von uns. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.